Hallo liebe Kinder und Familien. Leider können wir die Kinderkrippenfeier nicht zusammen verbringen. Damit wir doch ein kleines bisschen Weihnachten gemeinsam feiern können, haben wir ein Video für euch gedreht. Jesus kommt mit seinem Licht und mit seiner Liebe zu uns. Da, wo es dunkel ist in unserem Leben und in unserer Welt, da will Jesus uns leuchten. So beginnen wir diesen Gottesdienst. Gott ist oben, Gott ist unten, Gott ist links und Gott ist rechts. Gott ist hinten, Gott ist vorne und er möchte in mein Herz. Amen. Jesus wird geboren. Tagelang sind die beiden schon im Gebirge unterwegs. Maria erwartet ein Kind und Josef, ihr Mann, ist unruhig. Jeden Tag kann es geboren werden. Da wären sie lieber zu Hause geblieben. Doch der Befehl des Kaisers lautet, jeder gehe in seine Geburtsstadt. Auf diese Weise will der Kaiser die Menschen in seinem Reich zählen. Anschließend kann er dann seine Steuereinnahmen berechnen. Ausgerechnet jetzt, da die Geburt für Maria kurz bevorsteht, müssen sich nun beide nach Bethlehem auf den Weg machen. Aus dem Norden des Landes bis in den Süden ist eine lange Reise für eine schwangere Frau. Endlich kommen sie in Bethlehem an. Es ist schon spät. Wo sollen sie jetzt noch eine Herberge finden? Josef klopft an einige Haustüren, aber entweder schlafen die Bewohner schon oder sie wollen so spät keine Gäste mehr aufnehmen. Nirgends finden sie eine Bleibe. Dann aber hat Josef doch Glück. Das Haus ist zwar voll, aber der Mann bietet ihm einen Platz in den Stallräumen an. Da können sie die Nacht bleiben. Er öffnet ihm den Stall und geht wieder nach Hause. Die beiden sind froh, wenigstens ein Dach über dem Kopf zu haben. Und warm ist der Raum auch. Josef legt ein wenig Stroh zurecht und breitet ein Tuch darüber. Die beiden schlafen sofort ein. Mitten in der Nacht weckt Maria ihren Mann. Ich glaube, das Kind kommt, sagt sie. Josef begreift erst nicht. Das Kind kommt, sagt Maria noch einmal. Josef sieht, wie sich Maria den Bauch hält. Sie hat Schmerzen. Josef rückt Maria das Stroh und das Tuch zurecht, holt Wasser aus dem Brunnen. Wenn nur alles gut geht, denkt er. Er hat Angst, etwas falsch zu machen oder Maria nicht richtig helfen zu können. Aber dann hört er den ersten zaghaften Schrei des Kindes. Josef legt das Kind auf Marias Bauch. Es ist so, wie der Engel gesagt hat, bemerkt Maria. Ein Junge. Und er soll Jesus heißen. Ob er wirklich ein König sein wird? Auf einem nahegelegenen Feld lagern Hirten mit ihren Schafen. Plötzlich wird es in dieser Nacht ganz hell. Ein Bote erscheint, der sagt, heute Nacht ist euch der Retter geboren, hier in Bethlehem. Von überall her kommt Gesang. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Der Engel beschreibt ihnen auch, wo sie den Gottessohn finden. Plötzlich geht die Tür auf. Ganz vorsichtig kommen Männer herein. Irgendetwas von Engeln und Licht erzählen sie. Und sie wollen den Heiland sehen. Dann knien sie vor Maria und dem Kind. Es wird still im Raum. Immer mehr Menschen kommen und wollen das neugeborene Kind sehen. Auch weit entfernt haben sich die heiligen drei Könige schon auf den Weg gemacht. Maria kuschelt sich an Josef und schaut auf das Kind in ihrem Arm.
Wenn der Junge groß ist, wird er ein guter Hirte für die Menschen sein. Und als Hirte wird er darauf achten, dass die Menschen friedlich leben können. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. An Weihnachten geht Jesus als heller Stern über uns auf. Sein Licht schenkt uns Hoffnung. Sein Licht schenkt uns Freude. Sein Licht zeigt uns den rechten Weg. Lass auch uns zu hellen Sternen werden. Lass auch uns Licht und Freude schenken. Amen. Die Straße komme dir entgegen. Die Sonne scheine dir ins Gesicht, der Regen falle sanft auf deine Schulter, der Wind stärke deinen Rücken. Gott halte dich fest in seiner Hand, bis wir uns wiedersehen. Amen. Wir wünschen euch frohe Weihnachten.